Leute, willkommen in meinem YouTube-Kanal. Heute will ich euch was ganz Besonderes zeigen, was für uns wichtig ist. Also heute will ich euch Schnecken zeigen, verschiedene Schnecken. In unserem Garten gibt es sehr viele verschiedene Schnecken. Zum Beispiel ist da schon eine Nacktschnecke. Viele nennen diese Schnecke Nacktschnecke, obwohl sein Name eigentlich rote Wegschnecke ist. Es gibt sehr viele verschiedene Arten von dieser rote Wegschnecke. Es gibt zum Beispiel schwarz oder dunkelbraun oder hellbraun. Und hier haben wir zum Beispiel hellbraun. Es gibt sehr viele verschiedene Farben und ich finde Schnecken wunderbar. Wir sind jetzt hier in meinem Garten bei den Blumen und hier sind drei Schnecken und diese Schnecken sind auch besonders und die heißen Weinbergschnecke. Von denen gibt es sehr wenige, weil früher die Menschen die immer gegessen haben. Aber jetzt gibt es eine Regel, dass man die nicht mehr essen darf. Hier schläft gerade noch eine. Sie haben so eine große Schale und sie haben einen großen Körper. So, wir haben jetzt hier fünf kleine Schnecken. Es gibt von denen viele verschiedene Arten. Zum Beispiel seht ihr, dass da sehr viele verschiedene Schnecken sind. Und manche haben eine helle Haut und manche haben eine schwarze. Und die Schnecken sind besonders und die sind Weichtiere. Und sie essen Gras oder Blätter und manche essen so Käfer oder andere kleine Käfer. Und die Schnecken sind was Besonderes. Das sind Weichtiere. Sie sind weich, wenn sie keine Schale haben. Und die Schale ist dafür, dass die Schnecken sich beschützen. Sieht, haben wir alle Schnecken zusammen gemacht. Hier sind die Weinbergschnecken, die großen und die kleinen sind die Kleinschnecken. Hier hat einer Kaka gemacht. Die machen nicht so kleine wie die Männchen oder wie die Hasen. Die machen längere. Und sie haben hier, wie ihr seht, hat einer seine Ohren Augen rausgeholt. Hier. Seine Ohren, seine Augen und seine Fühler kommen raus. Und wenn man die Schnecke von hier anfasst, dann zieht sie die rein. Das ist besonders an den Schnecken. Wir dürfen die Schnecken nicht so oft in der Hand nehmen. Sie haben da oben die Antennen und ganz in der Spitze von den Antennen seht ihr die kleinen schwarzen Punkte und das sind die Augen. Hier ist noch einer und da und der schläft noch. Wir müssen ganz vorsichtig mit den Schnecken sein. Ihr könnt auch die Schnecken beobachten.
Guck mal, eine kleine Schnecke hat sich schon bewegt. Und die großen Schnecken fangen auch sich zu bewegen. Und ein paar schlafen noch. Hier haben wir eine Nacktschnecke. Und was ich euch noch sagen wollte, die Nacktschnecken kommen immer, wenn es regnet. Und die gehen immer auf die Straße und die Menschen sehen es nicht und dann fahren sie die Nacktschnecken um. Schau mal, hier ist ein Weinbergschnecke. Er läuft gerade und seine Fühler und seine Augen sind jetzt draußen. Und da vorne seht ihr drei Nacktschnecken. Und da in der Mitte ist was. Vielleicht ist es eine andere Nacktschnecke. Die andere Nacktschnecke ist tot. Und die anderen haben hier ein Loch. Und die essen ihn dann auf. Schaut mal, hier ist eine schwarze Nacktschnecke. Sie geht gerade jetzt zu den anderen. Und sie sieht echt cool aus. Und sie ist viel größer als die anderen Nacktschnecken. Schon einer tot und die fressen ihn jetzt auf. Und der andere frisst ihn auch an. Hier sind drei schwarze Schnecken und es gibt zwei verschiedene Arten von Schnecken. Einmal lebt ein paar Schnecken auch in der Erde und im Wasser. Und die Schnecken legen ihre Eier unter der Erde. Schnecken sind was Besonderes. Wir dürfen die nicht auf der Hand nehmen, nur vielleicht manchmal, aber die kriegen dann Angst. Und wir dürfen nicht gleich die Babys auf der Hand nehmen, weil die noch ein kleines Herz haben. Und die können sich ganz schnell erschrecken. Deswegen müssen wir auf die Schnecken ganz gut aufpassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Schnecke runterfallen lasse, dann ist ihre Schale kaputt. Und deswegen müssen wir ganz oft auf die Schnecken gucken. Zum Beispiel, wenn ihr Fahrrad fahrt oder Roller oder lauft, müsst ihr immer auf den Weg gucken, ob da eine Schnecke ist. Tschüss, bis nächsten Video.